Folge Nummer 42 von Avorion. Ja, wir sind hier in einem Sektor unterwegs, wo es schon Naonit gibt, wie wir sehr schön sehen. Und unser Ziel war eigentlich, dass wir, glaube, nach da oben hinkommen. Ne? Jetzt ist die Frage, wer arbeitet sich hier wo vor? Ah, da werden Asteroiden abgebaut. Ich glaube, wir sollten aber gucken, dass wir irgendwie die Lady oder sowas hier auch noch dann hinkriegen, ne? Damit wir das auch noch hinkriegen. Wen haben wir denn jetzt noch hier? Die Lady, die macht noch was. Die sind alle am Arbeiten. Ich glaube, das nächste, wenn das so ist, dass wir einen haben, der nicht mehr abbaut. Das ist natürlich hier jetzt schon wieder kein Sprung mehr dabei. Und da auch nicht, ne? Das heißt, ja, das hat schon wieder gut geklappt, ne? Ich wollte eigentlich nicht da hinspringen, sondern ich wollte schon woanders hinspringen, ne? Und da, dort, 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 dort. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Der hat was zu tun. Ja gut, dann müssen wir jetzt mit der Drohne gerade weiterfliegen, ne? Obwohl, nein, wir sollten das Schiff nehmen, was wir jetzt gerade hier hochziehen, denke ich, oder? Das ist aber erst da. Okay, da haben wir tatsächlich einen Stein mit, ein System getroffen, was drei Tore hat. Sehr gut. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da hochkommen, ne? Der Discover ist das. Ich gehe da lieber so raus. Ich weiß, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie es funktioniert, ne? Zurück zum Spiel. Grafik da rein. Wo ist er? Da ist er. Das Cover fliegt dann nach da und kann dann noch nach da fliegen und dann noch da wahrscheinlich, ne? Ja. Wir müssen nach da oben, glaube ich, hin, ne? Jetzt ist er weg. Das Cover ist da unten und hat alle Befehle verloren, oder was? Das ist ja jetzt wieder der Hammer, oder? Oh, ich liebe es, wenn es nicht funktioniert, ne? Cool ist, dass er keinen Weg davon nutzt. Doch, da jetzt einen, okay. Hier sind ja noch so ein paar Planeten, die wir noch alle nicht haben, ne? Dann sollten wir die mal erstmal anfliegen. Okay. So, das lassen wir erstmal so. Der hat erstmal genug zu tun. Und wir müssen uns woanders drum noch kümmern. Sollten wir noch was abbauen? Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Oh, wir haben schon so viel Naonit, 67.000, das ist ja krass. Das heißt, wir brauchen gar nichts abbauen in dem Sinne. Und wenn wir jetzt noch ein Schiff bauen wollen, ne? Dafür brauchte man ja Naonit, ne? Ja, das haben wir ja jetzt. Das heißt, wir können auch wieder ein Schiff gründen, ne? Vielleicht sollten wir jetzt mal noch ein richtig schönes Entdeckerschiff aus Naonit bauen. Machen wir doch mal, oder?
Das ist jetzt der Nonitkern. Schiffrekonstruktionsmarker, ja. Gehen wir in den Baumodus. Und gehen wir hier hin, Nonithülle. Quartiere sind schon mal gefragt, ne? Lass uns mal wir müssen ja mal was Neues machen, ne? Mal eine andere Idee hier reinbringen, oder? Lass uns das mal so machen. Okay, das ist unser Kern. Das ist noch nix. Ja. Jetzt haben wir flacher gemacht. Flacher wollten wir aber gar nicht. Quadratisch wollten wir schon bleiben. Und so werden. So. Sehr schön. So, dann brauchen wir hier erstmal ein Triebwerk hinten dran, ne? Welches wir richtig groß bauen. Haben wir erst so. Und dann so. Zack. Keine Ahnung, wie gut das oder schlecht das ist, ne? Und Spiegelachse anwerfen, vielleicht sie nicht, ne? Zack. Haben wir erstmal Vortrieb ohne Ende, ne? Blöd ist, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo gerade gar nicht so ein Dingens ist. Wie heißt es? Eine Station ist oder sowas. Machen wir die Spiegelachse hierfür jetzt gerade wieder aus. Mach mal den Gitterstein wieder an. So, da haben wir das. Und der Frachtraum kommt dann. Nicht Frachtraum, die Quartiere kommen dann da drunter. Steuerung C, Steuerung V. Und Quartiere, aber über Quartiere kriegen wir dazu. 444, das ist ein bisschen viel, das so viel brauchen wir dann doch nicht. 28, ja, da kann es ruhig ein bisschen mehr sein. So machen wir es mal. So, das ist schon mal ein bisschen. So, noch gucken. Korrekturdüsen. Würde ich jetzt mal hier dran machen, aber in flacher. Und das war jetzt die falsche Taste, die wollte ich so nicht gehabt haben, naja. Aber wir können das auch so machen. Ne, lass mal gerade nochmal Steuerung V machen. Genau, dann ganz flach machen. Und das Ganze natürlich als Korrekturdüsen. Auf beiden. So, jetzt brauchen wir noch mehr Energie. Das ist ein Generator, der hier vorne sitzt. Steuerung C, Steuerung V und dann Generator wieder. Ne. Steuerung C,
C, Steuerung V und dann wieder Generator. So, jetzt haben wir erstmal Power ohne Ende, oder? 40 Gigawatt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie groß das ist. Zu anderen Schiffen gesehen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Power in Sachen Akku. Den würde ich jetzt gerne da irgendwie so reinbauen, ne? Hotkey-Anzeigen ist F1. Block auswählen, mittlerweile mal mehrere Blöcke auswählen, ausgewählte Blöcke löschen, ausgewählte Blöcke zentrieren ist F, alle Blöcke auswählen ist A. Blockvorlage an der XY spiegeln, nee, das ist ja klar. Skalieren, Proportionen behalten. Linear skalieren, okay. Ausgewählte Blöcke löschen, ausgewählte Blöcke zentrieren. Wie kann ich denn jetzt F? Okay, jetzt bin ich zentriert auf dem Ding, oder was? Aber wenn ich das jetzt ranbaue, dann ist das nicht da drinne, ne? Der baut immer da drauf, da drinne. Das ist das, was ich jetzt nicht möchte. Da müssen wir gucken. Ausgewählte. Verschmelzen. Achso, nee, dann machst du ja aus einem mehrer. So war das. Blöcke auswählen, ja. Irgendwie klappt das noch nicht mit dem Bauen jetzt, ne? So stelle ich mir das gerade nicht vor. Gittergröße, Spiegeln. Ansicht. Nee, das ist es auch nicht. Na, den sicheren Modus, den brauchen wir nicht ändern. Ja, irgendwie ist das jetzt schwierig, was ich bauen möchte. Vielleicht kann mir der einer was zu sagen, der sich da besser mit auskennt. Ganzes Schiff anpassen. Nein, das ist jetzt nichts. Also wir müssen jetzt hier Strom hinkriegen, den ich noch nicht weiß wie. Formen, durchtasten. Was haben wir denn jetzt hier? Transferieren zu Energiecontainer. Ne, das will ich nicht. Ich möchte gerne, dass ich den da reinbaue. Das ist so ein bisschen doof. Das klappt nicht so, wie ich möchte. Das macht er auch so nicht. Nee. Leider funktioniert das nicht so, wie ich das haben möchte. Wenn ich den jetzt da ransetze, dann ist der da. Ne, das will ich aber wie gesagt nicht. Das wollte ich genauso wenig. Ich möchte die gerne entfernen, weil mir das nicht gefällt. Wenn ich den lösche, geht es nicht.
Okay, müssen wir uns was anderes einfallen lassen, oder wie ist das? Kopieren. Der ist aber jetzt nicht mittig gelandet, ne? Ah, super. Da ist die Mitte. Und da ist auch die Mitte. Wie kriege ich jetzt das hin? Das Mandel da um. Ich würde jetzt gerne so darüber bauen, ohne dass ich das groß, ne? Rotieren ist eher. Ja. Jetzt muss es doch kleiner machen. Aber das funktioniert wieder nicht. Ja. Machen wir erstmal so. Dann der weg. Und wir rotieren wieder in die Richtung. Und verkleinern da. Machen den mal so. Kopieren dann den da. Und zwar als Energiewürfel. Ich hoffe, das ist alles eine Höhe. Dann kopieren. Steuerung C, Steuerung V. So sieht's aus, wie ich es haben möchte eigentlich schon mal. So, benutzte Energie, bezeugte Energie, benötigte Energie, erzeugte Energiebeschleunigung, Höchstgeschwindigkeit. Jetzt brauchen wir noch Dämpfer. Dämpfer nicht, Gyroskope. Trigger als Dämpfer aus Magnet gibt's nicht. Trinititan. Trigger als Dämpfer gibt's nur aus Eisen. So. Das bedeutet wiederum, der Trägheitsdämpfer. Ne, warte mal, dann machen wir den, kopieren wir den und setzen den hier hin. Und ich glaube, da kriege ich den nicht hingebaut, ne? So wie ich mir das vorstelle, oder? Doch. Trägheitsdämpfer. So ist er doch schön, ne? Und hier vorne haben wir irgendwas falsch gebaut. Aber das können wir ja ändern, indem wir das machen. Wunderbar. So, das sind zwei Trägheitsdämpfer. Das heißt, das Ding wird auch langsamer vielleicht. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir... Die, wie heißen die Dinger? Gyrophalanx? Ist hier gar nicht drin, ne, oder? Achso, das ist das, was wir nicht hier auswählen können. Da ist er, ne. Da, ne, auch nicht. Hangar gibt's auch nicht. Da ist er.
Gibt's den auch in anderer Materialstärke? Ja, gibt's den auch in anderer nicht? Ja, gibt es auch. So. Jetzt wird das spannend, den da reinzukriegen, ne? Obwohl den, mach das mal zu, können wir auch da dran basteln. Und zwar, so, geht das? 3100, das Material hätten wir. Ich kann es aber nicht auswählen. Ach, transformieren steht da. Das ist mein Problem. Will ich nicht transformieren? Ich möchte den da drauf bauen. Steuerung C, Steuerung V. Und nicht einen Trägheitsdämpfer, sondern den Gyro. Und den kann ich jetzt da wieder nicht hinbauen. So, jetzt hat er einen Lob, ne? Das kann er. So wie es aussieht, müsste die Kiste eigentlich fliegen, oder? Können das ja erstmal testen, oder? Baumodus verlassen. Gibt es eine Station irgendwo? Und ich bräuchte erstmal ein paar Techniker, ne? Hier gibt es keine einzige Station. Siehst du, haben wir wieder gut hingekriegt, ne? Ist aber nicht schlimm. Weil wir vielleicht springen können, ne? Vielleicht. Ne, da ist nur das Wurmloch. Dann springen wir erstmal nach da. Wo müssen wir denn hin? Nach da oben müssen wir. Dreht er sich da überhaupt hin? Ja, er kann, glaube, nicht nach oben, oder? Er nützt nichts. Wir müssen nochmal hier rein. Müssen nochmal eine Spiegelachse haben. Und müssen das auch nochmal drehen. Und dann basteln wir die da dran. Ist der so gut? Ich glaube schon, oder? Jetzt kann er schon in diese zwei Richtungen. Und jetzt müssen wir den nochmal anders drehen. Indem wir den so machen. So. Gehen wir aus dem Baumodus mal raus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, jetzt geht das schon viel besser, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir erstmal Besatzung kriegen, ne? Ja. Haben wir hier was? Shiftcraft heißt das. Haben wir gar keinen Namen gegeben, oder wie sehe ich das? Das ist schlecht. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Sprungroute berechnet und geht noch nicht. Geht. So. Na. Da sind wir drin. Jetzt müssen wir nur Station anfahren, die hier irgendwo in der Nähe ist. Können wir das so hin, dass wir die sehen? Ich glaube, die da ist ganz schön nah, ne? Ja.
Okay, das Teil bremst ganz gut sogar, ne? Jetzt ziehen wir uns da mal ran mit dem Traktorstahl. Und dann brauchen wir ganz viele Leute, wie wir da oben sehen, ne? Was ist denn das dritte Zeichen hier? Ah, Ingenieur. Wir brauchen jetzt einen Leutnant, einen Unteroffizier, Mechaniker und Ingenieure. Ich weiß nicht, wie viele. Keine Ahnung. Wir heuern mal einen an. Wohl brauchen wir noch mehr. Hört gar nicht auf, das Zeichen da, ne? Ingenieure. Lass uns mal gerade reingucken. Macht keinen Sinn so. 43 Ingenieure. Ah, da fehlt noch ein Unteroffizier. 43 Ingenieure, 23 Mechaniker. Okay, dann nochmal das Ganze. Anheuern. Und die Ingenieure haben wir jetzt nicht mehr, ne? Anheuern. Und Leutnant. Das wollen wir auch noch haben, ne? So, jetzt lass uns mal gerade das Personal erst zuordnen. Kann man das auch irgendwie so? Ach so, hier kann man das machen. Wir brauchen noch 8,35. Was mache ich falsch gerade? Irgendwas passiert gerade nicht. Ist hängen geblieben oder was? Ah, ich habe einen Chat aufgemacht, sehe ich gerade. Den wollte ich natürlich nicht aufmachen. So, 35 und plus passte. So, und dann da noch ein. Da noch zwei. Jetzt sollte alles im Lot sein eigentlich, oder? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also steuern tut er sich, drehen tut sich ganz gut. Nur mit dem Bremsen, da müssen wir noch arbeiten. Gut, dann würde ich aber sagen, da bauen wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.